Hallo und guten Abend. Ich möchte ein neues Video starten und zwar, ich habe mir schon wieder was von Seeva bestellt. Aber das, was ich mir bestellt habe, möchte ich euch auch wirklich ans Herz legen, weil das wirklich total klasse ist. Ich kann dafür wirklich nur Schleichwerbung hoch und runter machen, weil es wirklich total toll ist. Und zwar habe ich mir das Le Croc Set, Pinsel Set, von Soeva bestellt, das kostet 30 Euro und da sind, ich glaube, 12 Pinsel, keine Ahnung. Im Anschluss von meinen kommen noch ein paar Bildchen und ich habe euch jeden einzelnen Pinsel nochmal fotografiert, dass ihr ihn auch nochmal genau angucken könnt. Ist zwar auch auf der Seite auch, aber ich habe nochmal richtig geswatcht und dann könnt ihr euch die in Ruhe angucken und sind ein paar schöne Bildchen dabei und ich werde euch auch jetzt nur meine Favoriten zeigen, weil Puder, Pinsel und mein Gott, das kennt ihr alles, das muss ich jetzt nicht extra in die Kamera halten. Aber da sind doch zwei, drei Pinsel drin, wo ich sage, geil. Ja, und zwar sind das einmal dieser hier, Graver Pinsel, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall benutzt man den, um Smoky Eyes zu machen, wenn man jetzt einen Gel-Eyeliner aufträgt, dann kann man den verräumen und dann hat man Katzenaugen. Den finde ich total toll. Dann habe ich einen riesen Pinsel. Ich habe noch nie so einen Pinsel gesehen. Also ich zeige euch den mal von oben. Der ist, also, warte mal, mein Ringfinger. Also der ist wirklich unglaublich breit und total toll. Ich benutze ihn sehr gerne zum Verblenden. Und aber auch um Lidschatten aufzutragen, weil der ist genial. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Blenderpinsel und der ist da fehlen dann doch die Worte. Ich finde den geil. Ja. Das sind zumindest meine Favoriten. Und ich kann aber von diesem kompletten Set nur sagen, es macht so viel Spaß damit zu arbeiten. Die sind so weich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Puderpinsel, okay, halt doch ein Puderpinsel ins Gesicht, aber die sind so weich, so schön. Und ich finde auch, die sehen total stylisch aus. Es ist hier so ein bisschen bronzemäßig, hier unten ist so ein bisschen Schimmer. Auf jedem steht halt auch Soeva drauf. Und ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Der schimmert schon so im Licht und so wie er schimmert. So weich ist der auch. Sekunden, ich muss kurz das Lied umstellen. Nicht, dass uns hier langweilig wird. Ich bin halt irgendwie so ein bisschen auf Nelly Furtado. Ja. Gut. Also wie gesagt, super weich und ich finde für 30 Euro Hammer. Also ich glaube, da kann man nichts verkehrt machen. Das ist eine super Investition und ja, das war natürlich nicht das Einzige, was ich mir bestellt habe. Aber bevor ich euch die andere Anschaffung zeige, will ich euch nochmal zeigen, was ich mit den Pinseln gemacht habe. Und zwar, die kommen ja hier in so einer Tasche. Sieht auch total geil aus. Ich würde am liebsten die auch nehmen zum Ausgehen. War es hier und ist gut für den Urlaub, aber leider nicht zum Ausgehen. Aber sie sieht halt so schick aus. Und ich habe Folgendes mit meinem Pinsel gemacht, und zwar war das eine Inspiration von den ganzen amerikanischen YouTubern. Die haben ja immer alle ihre Pinsel in so einer Glasvase und dann machen die immer so eine komischen Dekosteine drauf. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir haben da nur Nana. Die haben Vasen und die haben Dekosteine. Und was habe ich heute gemacht? Ich war bei Nana Nana. Und ich finde es total cool. Kommen auch noch Bilder dazu. Und das war so preiswert. Ich habe zwei so eine geholt, also ein längliches für die ganzen Lidschattenpinsel und ein viereckiges. Da sind die großen Pinsel drin. Und beide Vasen haben 2 Euro gekostet. Dieser Deko-Sand, ich habe genommen Deko-Granulat heißt das. Das kostet 95 Cent. Ich habe davon 4 Dinger genommen, also 3,5 habe ich verbraucht und ich finde es super. Die halten schön, die fallen nicht raus, du steckst sie rein und die stehen wieder eins. Fand ich cool. Jo,
Die zweite Sache. Ich habe mir eine Palette bestellt. Und zwar die... die Bärentöne, Gold, Schimmer, Braun, Schokopalette. Whatever. Das ist sie. Schick, wa? Ich finde die toll. Also ich finde jetzt für den Herbst richtig cool. Ja. Und also wieder das gleiche Prinzip wie mit allen Zwiebelfarben. Ich mache mal den Dutch-Test. Die Farbabgabe. Ha! Das finde ich total. Da ist ein richtig schönes Gold mit bei. Subi! Und auch die Rougefarbe unten. Hier ist so ein Rouge bei. Das ist so... toll, Finger alle. Das ist so Bordeaux-rot glitzernd. Habe ich auch noch nie gesehen. Subidu. Ich bin glücklich. Bin super begeistert von den Produkten. Also ich finde Zoeva ist generell eine ganz tolle Firma. Die liefern auch unglaublich schnell. Ich glaube, das war innerhalb von 2 Tagen war das schon da. Das ging rucki-zucki und kann ich nichts Negatives zu sagen. Ja. Das war eins von vielen Videos, was jetzt noch kommen wird. Also werden wir uns nochmal wiedersehen. Tschüss.